Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Catch Real Elf Dimension Zero, in der wir die Nacht-Events deaktiviert haben. Nur damit ihr es wisst, ja? Damit das klar ist. So, Menschies, wir sind heute in der Mobfalle. Nachdem ich die letzte Folge beendet habe, hat es ungefähr eine Sekunde gedauert, bis ich ein Bürderskeletten gefunden habe. Das hatte mich nämlich in der Abmod sogar abgeschossen. Deswegen werden wir jetzt hier drinnen versuchen, einen knuffi-buffi-kluffi-kleinen, süßen Schnuffel-die-Knuffel-die-Guftigen Mob-Duplicator zu platzieren, den ich auch schon gebaut habe. Guck mal, der ist hier. Und wir müssen das so machen, dass wir... So, wunderbar. Das ist schon alles, was wir tun sollen. Enable exact copy, einfach damit wir immer eins von diesen Skeletten hier spawnen. Wir müssen hier sowohl Energie als auch Fluid hinbringen. Fluid bekommen wir hier übrigens raus, indem wir ein Fluid-Conduit anschließen, das momentan ja auch schon angeschlossen ist. Das bedeutet, wir können das einfach nach hier leiten. Genauso wie wir das einfach nach hier leiten können. Und schon haben wir da vorne Energie, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und er müsste schon ein Wither-Skeletten spawnen. Ihr habt auch gerade schon den Spawn-Sound gehört und auch schon den Todes-Sound von einem solchen Skelett. Was mich irgendwie zu der Annahme bringt, dass wir es umgebracht haben. Ja, das ist ungefähr das, was ich denke. Das Ding wird Dauerspawnen. Wir könnten das auch mit Witchwater übrigens bewerkstelligen. Darüber bin ich mir komplett im Klaren, liebe Menschies. Da ist auch schon Wither Dust, da ist ein Drop of Evil, Leute, das ist das, was ich meine. Wir haben zwar immer noch einen Skull, aber wir haben hier schon weiter Wither Dust, ein bisschen Necrotic Bones und Withered Rips drin, wunderbar. Was bekommen wir noch von ihm, was ich gerade nicht gesehen habe oder was wir gerade nicht hatten? Der Wither Tool Loot Table gerade eben war Bone. Drop of Evil war's. Ein Is Evil? Wir haben keinen Drop of Evil bekommen, aber da war doch gerade einer drin. Hier ist der doch. Das ist ein Drop of Evil. Der kommt dahin. Und aus irgendeinem Grund wird auch die Hälfte von dem Zeug nicht richtig abgepumpt wieder. Kann das sein, dass wir hier unten drunter irgendwo eine faule Stelle haben, die nicht mehr so arbeitet, wie sie soll? Das Interface ist zu langsam. Wir müssen ein paar Speed-Upgrades bauen. Schön, endlich Upgrades für unser System. Juhu. Ich habe mich schon gefragt, wann das soweit ist. Speed-Upgrades. So. Lass mal vier machen. Dafür brauchen wir Sugar. Dafür brauchen wir Sugar-Canes. Sugar-Canes haben wir momentan so gut wie gar keine. Das ist aber auch kein Problem. Wir haben ja das hier. Da vorne ist ein kleines Feldi, wo ein wenig Dirt an der Seite ist. Der hier zum Beispiel. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, müsste mein Bone-Mealer sich eigentlich auch auf Sugar-Canes ausüben können. Eigentlich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob sich das jetzt auch wirklich auswirkt. Anscheinend nicht. Vielleicht können wir es bone-mealen. Werden wir gleich rausfinden. Lasst uns das mal kurz gucken. Aber wir haben unten doch auch Sugar theoretisch im Loot-Table drin. Wartet mal. Sugar. Wenn wir Hexen haben? Nein, haben wir nicht. Haben wir irgendwo Zucker drin? Hier oben. 177. Das reicht. So. Drei Stück rausgeholt. Drei Stacks. So. Speed-Upgrades. Und zwar brauchen wir insgesamt bitte 10. So, starte das ganze Ding. Der Rest ist mir komplett Wumpe. 10 Stück, denn wir können mit den Speed-Upgrades auch ein Stack-Upgrade bauen. Das ist ebenfalls zu craften mit dem Zeug hier. Das bauen wir jetzt so und wir nehmen 3 Speederino-Upgrades noch dazu. Und schon müssten wir eigentlich unsere Mobfalle komplett debuggen, indem wir ein Stack-Upgrade erstmal reinlegen. Dadurch nimmt er mir die Sachen so rein. Und Speed-Upgrade dazu. Jetzt kostet zwar mehr Strom, aber wir müssten easy peasy das komplette Zeug leerräumen, ohne dass es großartig lange dauert. So müssten wir auch an unsere Drops kommen, ohne dass es Probleme gibt. Und da ist der zweite Wither-Skeletten-Skull. Wir haben schon 2 Stück. Ist das nicht wundervoll? Ich mag das. Ich hoffe, ihr auch. So, wir haben hier ebenfalls noch einen kleinen Duplicator, wie ihr ja wisst. Der Mob-Duplicator hier hat den Pink Slime drin. Und das ist eine ganz nette Geschichte. Ist aber nicht ganz das, was wir brauchen gerade. Wir brauchen ein weiteres Mob-Imprism-Tool. Und ich möchte da gerne ein Tierchen reinlegen. Welches Tierchen? Ehrlich gesagt ist mir das komplett egal. Hauptsache, ich kann daraus ein paar Essenzen farmen. Das bedeutet, wir gehen mal ganz kurz mit einer Slimesling am besten. Genau, die hier. Upsala, das ist das Falsche gewesen. So, mit einer Slimesling auf die Suche nach einem Tier. Da oben ist ein Schafi, guckt mal. Ah, zu weit geflogen. Au, das hat wehgetan. Egal, hier ist auch ein Schafi. Nehme ich auch. Fischi! Nein, Katze darf kein Fischi mitnehmen. Mann, jo. Keine artgerechte Fischi-Haltung. Kann ja nicht jeder so gut gehaltene Sachen machen, wie ich jetzt zum Beispiel mit dem Schafi. So, Exact Copy ist uns da komplett Wumpe. Disable Exact Copy. Wir setzen das Mob im Prison Tool rein und wir drücken hier oben auf Play.
Das müsste dazu führen, dass jetzt hier automatisch auf dieser Fläche die ganze Zeit ein Schafi gespawnt wird. Da ist es. Seht ihr das? Das ist ein Schafi. Das Schafi können wir jetzt töten mit dem Solarium-Digger. Dagger, nicht Solarium, also Soldium-Dagger, was auch immer. Im Endeffekt können wir es damit umbringen hier. Wenn wir es denn niedrig genug haben, hat 23 Herzen, so. Und dadurch bekommen wir mit ein bisschen Glück eventuell ein paar von den Shards. Denn die Shards sind das, was droppen, wenn wir dieses Schwert hier verwenden. Diesen Dagger verwenden, würde ich jetzt sagen. Normalerweise müsste das funktionieren. Ob das jetzt am Ende des Tages funktioniert, das ist so eine Sache, die wir erst im Laufe der Zeit rausfinden, wenn ich hier ein bisschen draufgekloppt habe. Aber wir brauchen sowieso noch ein paar mehr. Da ist es. Da ist unser erster Chunk. Das ist so eine Sache, die müssen wir gleich jetzt näher begutachten, wenn wir auch ein paar mehr von den Wither-Skeletten-Skulls haben, wo wir schon 7 von haben. 7 Stück ist krass. Weil dann können wir uns die Seeds davon machen, können mehr Wither-Skeletten-Skulls haben, indem wir mehr anbauen. Und ja. Sobald wir dann ganz, ganz viele davon haben, können wir theoretisch regelmäßig einen Wither spawnen und den Wither auch regelmäßig töten. Und ich habe gerade eine Legendary Lootback aus einem Schaf bekommen. Mit Molten Cores drin, das ist ja nett. Gut, Leute, ich stelle mich jetzt hier ein bisschen hin, töte ein paar Schafe, ihr kennt das, Genozid und so weiter. Wir sehen uns, bis gleich. So, liebe Menschen, es gibt übrigens auch eine kleine Hilfe von mir. Ihr seht gerade, ich habe das nette Viech mit dem Shuriken getötet und trotzdem einen Chunk gedroppt. Das funktioniert. Ab und zu. So, was ich euch damit zeigen wollte, ist, wenn ihr in eurer Main Weapon, in eurer Main Hand, den Solarium Dagger habt und mit Linksklick in der Offhand euren Shuriken-Teil verwendet, könnt ihr auch damit theoretisch Mob-Chunks generieren, ohne die Durability davon zu verbrauchen. Ist ein bisschen doof so gemacht, aber funktioniert und hat uns auch ein paar Chunky Bunkies gegeben. 15 Stück an der Zahl. Das ist eine sehr, sehr schöne Zahl. Und da wir sowieso keine Sheep Chunks brauchen, werden wir die alle mal runtercraften zu Stufe 3 Mob Chunks. Die Stufe 3 Mob Chunks sind schön und gut. Wie viele von den Skulls haben wir denn schon? 10 Stück. Wir brauchen, wenn ich mich nicht ganz täusche, insgesamt 8 Stück. Ist das richtig? Oh, das war ein interessantes Geräusch. Skelett und Skelett. Wartet mal, da drin war jetzt ein Supercharged Creeper wieder, oder? Das kann sein, dass da drin ein Supercharged Creeper war. Die Wither-Skeletten-Skulls, die Balsies. Übrigens können wir dann den hier bauen. Ich bin sehr, sehr glücklich, wenn wir den da bauen können. Das macht mich dann sehr, sehr happy. Wo ist es denn? Wo du sein tut und tust. Da bist du. Ja. Und wir brauchen insgesamt 4 Stück, um damit dann theoretisch das Teil zu bauen. Das bedeutet, wir brauchen nur 8 Skulls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Hoch mit uns. Upsala. So, da müssen wir einmal den Seed bauen. Und zwar einmal den Stufe 5er Seed. Und wir müssen einmal die Essenzen angucken. Und zwar müssen wir insgesamt die Mob-Essenzen mit Hilfe von Chunk hochcraften. Und zwar den hier. Stufe 2er Chunks. Wir brauchen 1, 2, 3, 4 Stück davon. Das bedeutet, um die höher zu craften, müssen wir einmal so machen. 1, 2, 3, 4. Dann müssen wir sie mit den blauen Essenzen hochfüttern. Zack, zack. Auch wieder 4. 1, 2, 3, 4. Und um das Ganze abklingen zu lassen, müssen wir sie mit den roten Essenzen rausnehmen. So. Dann craften wir uns hier mal ganz kurz Wither Skeleton Skull Chunks. Und diese können wir jetzt in einem schönen System, das ist übrigens Mousetweak, was ihr gerade seht, dass das einfach abgelegt wird, obwohl ich es rausnehmen möchte. Das ist Mousetweak, das ist eine tolle Mod, ne? So, Wither Skeleton Seed. Dann brauchen wir unsere Vau, die haben wir dabei. Da ist unser nettes kleines Feldi. Und dann lasst uns den mal gerade ganz kurz ein wenig reproduzieren, ein wenig fortnehmen, ein wenig nutzen, um ein paar von den Wither Skeleton Skulls zu bekommen, Leute. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Hallo, hallo, ich bin ein Toastbrot. Ein Toastbrot. Hui! So, wir haben das fertig gemacht, was wir fertig machen wollten. Ich habe alles ready gemacht, um Blank Skulls zu bauen. Machen wir mal ein Stack von und dann können wir auch theoretisch das hier mit den Essenzen zusammen kombinieren und können uns ein Stack Wither Skeleton Skull Essenzen zu einem Wither Skeleton Skull bauen. So. Hier haben wir jetzt theoretisch einen Wither. Ein Wither kann von uns aufgebaut werden, wie man hier sieht.
Ah, kann der Wither drin haben? Nee, Wither Skeletten hat er drin. Okay. Ein Wither, wie man hier sieht, können wir mit einem Wither Builder bauen und dann automatisch spawnen. Wir können einen Witherproof Block nutzen, wir können Witherproof Glas nutzen. Es müsste aber auch eigentlich eine Möglichkeit geben, sowas wie Reinforced Obsidian gibt es auch noch in anderen Formen. Aber ich sehe leider nur Blast Resistant. Ist es das? Nee, Wither. Es gibt definitiv einen Wither Dust oder so, der funktioniert. Nee, tut er nicht. Ärgerlich. Bedeutet, wir müssen auf einen dieser Blöcke gehen. Dafür bräuchten wir Soulstone oder Soul Glass. Soul Glass würden wir durch Soul Sand und Glass bekommen. Ja, einen Wither-Käfig zu bauen ist also gar nicht so einfach. Das ist schon mal gut zu wissen. Wir müssen das aber machen. Das bedeutet, wir müssen mal gucken, dass wir wieder ein bisschen mehr Soulstone holen. Soulstone haben wir hier noch ein bisschen was da. Und um den dann sicher zu machen, brauchen wir da Wither-Skeletten-Essenz außenrum. Ja, wie viel von denen haben wir denn noch? Skeletten-Essenz, 486. Sind ein bisschen was. Es müsste theoretisch schon reichen, wenn wir es irgendwie schaffen, ihn in eine Box zu sperren dafür. Das bedeutet, ich werde jetzt hier ein bisschen von dem Soulstone weiter benutzen und weiter, what's it called? Wir werden das hier ein bisschen weiter benutzen, weiter bauen und werden dann damit eine Wither-Killkammer bauen, die wir dann gleich benutzen können wollen. Es ist relativ interessant. Wie die Wither-Killkammer entsteht und sowas, das erfahrt ihr aber leider erst in einer der nächsten Folgen, liebe Menschen. Ich habe euch alles gezeigt, was wir gemacht haben. Wir sind jetzt dabei, wie gesagt, eine Wither-Killkammer zu bauen. Wir haben den Seed gebaut. Es war eine produktive Folge, würde ich fast sagen. Wir können auch den Helm und so weiter, also die Köpfe bauen. Das Einzige, was wir eben noch nicht zu 100% haben können, sind diese Wither zu spawnen. Oder ist diese Wither zu spawnen. Das ist gut gedeutscht gerade übrigens. Ich gehe jetzt nach unten in die Unterwelt, also in den Nether. Baue da eine kleine Wither-Killkammer hin, weil ich Angst habe vor dem Explosionsradius. Und ich glaube, dass das dann gut funktionieren kann, den Wither da drinnen aufzubauen und wieder abzubauen nach einer Zeit. Ich finde das übrigens schön, was die hier geklärt haben. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Ich danke den Catrians dafür, dass das Projekt existiert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und bis dahin erstmal ciao. Throw your cranes up.